Wenn wir an die Oper denken, dann denken wir meistens automatisch an die Oper des 19. Jahrhunderts, an Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Wagner, Tschaikowski. Das sind so die großen Heroen der Oper, die auch immer wieder gespielt werden, immer wieder neu befragt werden. Also die Oper ist in gewisser Weise schon ein Kind des 19. Jahrhunderts. Aber das 20. Jahrhundert ist eigentlich das Jahrhundert, wo die Oper am spannendsten wird. Da wird es wirklich interessant, da wird sie am vielgestaltigsten, da probiert sie am meisten aus, sie nimmt verschiedene Wege, viele Wege landen auch in der Sackgasse, da wird nichts weiter draus, andere entwickeln sich weiter. Also die Oper des 20. Jahrhunderts ist eigentlich, wenn man sich Oper anschaut, das Spannendste, was man sich vorstellen kann. Und deshalb möchte ich gerne eine kleine Serie machen zu den Opern des 20. Jahrhunderts. Es sind nicht immer meine Lieblingsopern, aber es sind die Opern, von denen ich glaube, dass sie die Entwicklung der Oper am meisten befördert haben. Also manchmal auch in dem Sinn, als was ausprobiert wurde, was dann überhaupt nicht weiterging, was eben in der Sackgasse gelandet ist, aber da, wo am meisten gewagt wurde, am meisten ausprobiert wurde. Und das erste Stück, was ich vorstellen möchte, ist eine Oper, die 1901 uraufgeführt wurde, also ganz am Anfang des Jahrhunderts, von Claude Debussy, Pelléas und Mélisande. Pelléas et Mélisande ist eine Oper, die beim Publikum nie so wahnsinnig eingeschlagen ist. Auch wenn man das heute auf den Spielplan setzt, hat man mehr Liebhaber im Publikum als das breite, große Publikum. Aber es ist eine wunderbare Oper, eine Oper, in die man sich versenken kann, in der man auch versinken kann. Es ist eine Oper, die auf einem Theaterstück beruht. Es ist wirklich der Text eines Theaterstücks, heißt auch Pelléas et Mélisande von Maurice Maeterlinck. Es war ein flämischer, aber frankophoner Autor des Symbolismus. Symbolisten waren bildende Künstler und Dichter, die sich dem Zeitgeist insofern verwehrt haben, als sie gesagt haben, nee, das ganze Realistische, diese Sozialkunst, die Ende des 19. Jahrhunderts interessant war und gehypt war, die machen wir nicht mit. Wir wollen in der Kunst ein Reich des Schönen und des Besonderen, des Andersartigen auch haben. Und Maeterlinck hat sehr seltsame, rätselhafte Texte geschrieben, die Claude Debussy sehr angesprochen haben. Pelléas et Mélisande ist die Geschichte eines Brüderpaars, Golo und Pelléas, die sind Halbbrüder. Golo ist der Thronfolger in einem seltsamen Reich, das heißt Allemande, in einer dunklen Burg, wo nur im Sommer so ein bisschen Sonne hinkommt, umgeben von Wäldern. Diesem Reich geht es auch schlecht, die Bauern sterben an Hunger und da auf dem Schloss ist eine schreckliche Atmosphäre. Der Vater von Pelléas liegt im Sterben, der Großvater ist immer noch der König, Arkel, also eine ganz schräge Familiensituation. Und diese beiden Halbbrüder, Golo und Pelléas, die lieben sich eigentlich sehr. Die sind so die Zelle der Hoffnung in diesem ganzen, in dieser ganzen Finsternis, bis dann eine junge Frau herkommt. Man weiß nicht, wo sie herkommt. Es ist eine junge Frau mit einer unbekannten Vergangenheit, Mélisande. Golo findet sie auf der Jagd im Wald, verliebt sich in sie, heiratet sie und dann passiert, was unvermeidlich ist. Mélisande findet dann doch Golo nicht den tollen Mann, sondern seinen jüngeren Bruder Pelléas. Und dann gibt es eine ganz seltsame Liebesgeschichte, die nie zum Abschluss kommt eigentlich. Mélisande und Pelléas, die reden immer miteinander, aber es tut sich weiter nichts. Golo ist furchtbar eifersüchtig, will aber nicht eifersüchtig sein. Also es ist eine ganz verfahrene Dreiecksgeschichte und am Ende kommt, was kommen muss, nämlich die beiden küssen sich dann doch irgendwann, Pelléas und Mélisande, und Golo steht aber leider hinterm Baum und bringt sie dann beide um. Was ganz furchtbar ist, weil er sie eigentlich beide geliebt hat und weil er das eigentlich auch gar nicht will, sondern er ist durch diese ältere Generation, die auch so einen Druck ausübt, durch diese Finsternis, durch diese schrecklichen Verhältnisse, ist er eigentlich völlig außer sich und kann die Lage gar nicht mehr richtig einschätzen. Und das Irre an dieser Musik ist, dass sie so ein langer, ruhiger Fluss ist. Also ein Fluss, der dahin fließt. Manchmal gibt es so eine kleine Stromschnelle, manchmal gibt es
wieder einen ruhigen Flusslauf, aber es ist eine Musik, die immer so dahin geht und die nie aufhört, die aber auch nie große Höhepunkte hat. Es gibt keine großen Arien oder große Monologe oder jemand, der völlig aus sich rausgeht. Das gibt es alles in dieser Musik nicht, sondern es ist ein ständiges, ruhiges Fließen. Und ich möchte Ihnen eine Stelle gerne vorstellen, die ist eigentlich der Höhepunkt der Oper, aber Sie werden sehen, wie diese ganzen riesigen Gefühle, die sind so groß, dass die Figuren sie selber manchmal überhaupt nicht verstehen oder meistens nicht verstehen. Und diese riesigen Gefühle kommen immer in diese ruhige Musik rein, die dann immer unterspielt. Und dann gibt es eine Stelle, das ist schon ziemlich am Ende der Oper, kurz bevor der Mord passiert, da gesteht Pelléas endlich Mélisande seine Liebe. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das passiert. Der ist ziemlich aufgeregt und sagt, weißt du nicht, warum ich gekommen bin? Weißt du nicht, warum ich wollte, dass wir uns hier nochmal treffen? Und dann sagt sie, nö, weiß ich nicht. Was, du weißt nicht, warum ich gekommen bin? Und dann kommt ein kleiner Lauf, der geht in der Oper so schnell, den hören Sie, haben Sie keine Chance, den zu hören. Ich habe ihn auch erst in den Noten entdeckt. Ich spiele ihn jetzt langsam. Erstens, weil ich ihn nicht so schnell spielen kann, wie er eigentlich gehört. Aber zweitens auch, damit Sie es mal hören. Das geht so, Sie hören auch das bisschen mittelalterliche, also es ist noch ganz tonal. Das geht in Wirklichkeit da, 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 da. Und dann Ruhe, Stille. Und dann sagt Pelléas, je t'aime. Und sie sagt, je t'aime aussi. Also, ich liebe dich, ich liebe dich auch. Und das machen sie auf drei Tönen. Pelléas sagt, je t'aime. Und sie sagt, je t'aime aussi. Das war's. Das geht ganz schnell. Je t'aime aussi. Und das ist das große Liebesgeständnis. Darauf ist diese Oper 2 Stunden hingelaufen. Und das ist der Höhepunkt. Also, das wird alles, geht alles so runter. Und was auch sehr auffällt, es gibt in dieser Oper eigentlich nie große Sprünge in den Intervallen. Das heißt, es geht immer so wie Sie es gerade gehört haben. Oder wenn. Also das ist schon das Maximum. Eine größere Spannweite gibt es da nicht. Denn in der Oper ist ja das Dramatische immer, wenn die halbe Tonleiter rauf und runter. Das ist das Zeichen für Dramatik. Das macht Debussy nie. Der macht Terzen, Sekunden, mal vielleicht eine Quarte, ist aber schon viel. Mehr springt er nicht. Er möchte diese künstliche, für ihn künstliche Dramatik verweigern. Er möchte alles entwickeln aus dem gesprochenen Wort, aus der Prosodie des Wortes. Das ist eigentlich das, was die Erfinder der Oper, was Monteverdi und Cavalli gemacht haben, dass sie gesagt haben, wir nehmen diese Texte und dann passen wir die Musik den Texten an. Und das macht Debussy und das macht er auf eine absolut fantastische, geniale Weise. Es ist eine der ersten Literaturopern, die geschrieben worden ist. Literaturoper ist was im 20. Jahrhundert sehr wichtig wird. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass ein Theaterstück, was es schon gibt, genommen wird und darauf eine Musik geschrieben wird. Das ist eine Art, Opern zu schreiben, die sich auf Dauer nicht durchgesetzt hat, die aber im 20. Jahrhundert sehr, sehr wichtig geworden ist. Insofern ist Debussy einer, der da eine Tür aufgemacht hat, die allerdings auch zu dieser Zeit dann schon mehrmals durchschritten wurde. Ansonsten ist Pelléas so ein seltsamer Solitär in der Geschichte der Oper. Man kann nicht sagen, dass später noch Komponisten das wieder aufgenommen hätten oder so geschrieben hätten wie Debussy. Es war letztlich eine einmalige Sache, eine Oper wie Pelléas und Mélisande zu schreiben. Und aber eine sehr, sehr faszinierende, eine, die vielleicht mehr für den zweiten Blick und fürs zweite Hören ist, als dass sie einen sofort umhaut, wenn man sie beim ersten Mal hört. Das war auf jeden Fall ein eindrucksvoller Einstieg in die Oper des 20. Jahrhunderts.